dass in der Musik im Allgemeinen, in dem Musikgeschäft eine Neigung zum Alkohol und auch anderen Substanzen da ist, ist völlig klar. Alkohol ist also ist im Prinzip der Anfang einer Abwärtsspirale. Wenn man ihn, das muss man auch betonen, und das gilt eh für alles, wenn man ihn nimmt oder wenn man ihn konsumiert, um sich auf die Bühne zu trauen. Ja? Viele meiner Kollegen bereiten sich dann mental darauf vor, indem sie was trinken, Alkohol trinken. Und Alkohol, natürlich darf man immer ein Glas trinken, das ist auch gut. Aber man soll es nicht übertreiben. Also ich habe mehrere Grundregeln. Wenn ich auf die Bühne gehe, trinke ich so gut wie nichts. Also so gut wie nichts heißt bei mir schon ein Achtel, aber nicht drei Achtel. Ja. Ja. Ich will bei Besinnung sein, ich will klar sein. Vor dem Konzert ein kleines Bier zu trinken oder ein Glas Wein, würde ich jetzt nicht als problematisch sehen. Wenn das ein Problem ist, dann haben ganz, ganz viele Leute ein Problem. Mit vielen Musikern, mit denen ich unterwegs bin, und würde sagen, wenn die jetzt anfangen würden, dieses Verhalten dahingehend zu verändern, als dass es mehr wird, würde ich es als problematisch sehen. Sehe ich aber nicht. Ja, sondern es gibt einen gewissen Ablauf. Das heißt, man kommt 2 Stunden vor dem Konzert zu einer Halle hin, dann spielt man sich ein, baut seine Sachen auf und dann gibt es was zu essen und dann wird ein Glas Wein dazu getrunken und dann ist der Auftritt. So ist es eher und das sehe ich nicht als problematisch an. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass 8 von 10 Musikern trinken. Also in der Branche hat Alkohol einen großen Stellenwert, nach wie vor. Also Alkoholmissbrauch und das beim Kicks auf einmal an ist nach wie vor bei vielen Musikern einfach Thema. Bei mir war es so, dass das im Laufe der Jahre total abgenommen hat. Mhm. Vielleicht aus dem Grund, weil man sicherer wird. Mhm. Vielleicht aus dem Grund, weil man merkt, man wird nicht besser. Quasi so dieses Enthemmte, was man kurzfristig fühlt, heißt nicht, dass die anderen Leute das auch besser finden. Mhm. Es ist auch so, dass man den Musikstil verändert. Man ist halt nicht mehr 21 und spielt in einer Punkband, wo man irgendwie das Gefühl hat, da gehört das zum Ding dazu. Mhm. Das ist bei mir nimmer. Bei mir ist tatsächlich so, dass ich vor dem Konzert überhaupt nichts trinke, weil ich mich dadurch eingeschränkt fühle. Und ich dann während dem Konzert schon ganz gern meine 2 Biertjes trinke. Mhm. Also das ist irgendwie automatisch, das ist ja was Eintrainiertes, was Unhinterfragtes. Aber so wie früher, dass man gesagt hat, man kommt zum Soundcheck und fängt an zum Trinken, wie es bei vielen Leuten üblich ist, ja, das ist bei mir überhaupt nicht mehr. Klassische Marihuana-Geschichte war früher Thema, wobei nie bei mir, muss ich auch dazu sagen, weil ich das 2-mal vor einem Auftritt gemacht habe und dann mir Aufnahmen angehört habe und ich draufgekommen bin, dass ich falsch singe. Und für mich war das ab dem Zeitpunkt komplett weg. Ich habe natürlich wie alle Kinder der 60er, 70er, 80er Jahre auch Haschisch geraucht früher. Das macht mir mehr und ich bin zu und das ist keine gute Voraussetzung. Ich war so in den 70er, 80ern, wo sie wirklich die Szene getroffen hat, ja, in den Studios in Deutschland. Da haben sie, komm her, zieh einmal gescheit an. Sag ich, du, ich brauch das nicht. Weißt du, was ich brauche, wie gesagt? Wenn du mir ins Studio, wenn ich gerade eine Ballade singe, wirklich eine tolle Frau einstößt, die gut riecht, mit der ich kann, und ich darf es zuverdrucken, das ist kein Problem. Ich tue nichts, ich sehe halt gar nichts, aber für mich sind Frauen was Besonderes. Wenn ich die zuverdrucken darf, dann singe ich das Lied um 50% besser. Das möchte ich, aber keine Droge. Viele können auch nur diese Leistung bringen, indem sie halt auf solche Substanzen zurückgreifen. Beziehungsweise auch sagen die dann, es öffnet sich eine neue Ebene, eine neue Bewusstseinsebene, in der sie dann kreativer sein können als ohne diese, also was auf der Bühne rauskommt. Die Leute zwar wahrscheinlich glauben, es war fantastisch, aber eigentlich eher peinlich war. Ja, wenn man mit Drogen experimentiert und mit Drogen dann auf irgendwelche Sessions spielt, dann meint man in dem Moment, man spielt super. Wenn man sich dann anhört, dann war es auf einmal doch nicht so gut, weil es halt doch bewusstseinsverändernde Mittel sind. Probiert es aus, dass er merkt, dass es keinen Sinn gibt.